Mein Schatz im Genre Zeitreisefilm ist Zurück in die Zukunft. Okay, bei Zurück in die Zukunft geht es um Marty McFly, der aus irgendeinem Grund, man weiß es nicht genau, befreundet ist mit einem älteren Wissenschaftler, der wiederum an einer Zeitmaschine wohl arbeitet. Diese möchte er Marty McFly auf einem Parkplatz zeigen, dann kommt es aber zu Turbulenzen, ich möchte nicht näher drauf eingehen, und Marty McFly steigt also in diese Zeitmaschine, die aus einem Sportwagen, einem DeLorean gebaut wurde, drückt irgendwelche Knöpfe, gibt Gas und pff, landet im Jahre 1955, also exakt 30 Jahre in der Vergangenheit. In dieser Vergangenheit angekommen, will er eigentlich wieder zurück in die Zukunft, also dort, wo er eben zu Hause ist. Das Interessante aber an diesem Setting ist, dass Marty McFly sich sozusagen in der Jugend seiner Eltern befindet. Also er ist am gleichen Ort, wo er in die Zukunft gereist ist, nur eben 30 Jahre früher. Und dort ist eben dann zum Beispiel seine Mutter noch eine, ja, Teenagerin, kann man das so sagen, eine junge Frau, die wiederum seinen Vater noch gar nicht getroffen hat. Er ist noch gar nicht auf der Welt. Und ich will es jetzt nicht überkompliziert machen, aber um zurück in die Zukunft zu kommen, muss er quasi dafür sorgen, dass sein Vater und seine Mutter sich ineinander verlieben. Sonst ist die Zukunft, in die er reist, nicht mehr die, aus der er herkommt. Es klingt so kompliziert, wenn man es so zusammenfasst, aber es ist eigentlich eine relativ überschaubare Story. Das ist die Prämisse. Worum geht es eigentlich? Naja, eigentlich geht es um vielleicht die Zeit, wie sie mal war, also wie vielleicht ein Jugendlicher aus den 80er Jahren auf die Welt der 50er Jahre reagiert und aber dann auch ein Stück weit feststellt, dass auch wenn die Techniken andere sind, die Technologien und alles, vieles aber doch einfach sich immer wiederholt. Gerade wenn es um die Liebe geht, wenn es um das Zwischenmenschliche geht, ist es eigentlich egal, in welche Zeit, auch in den nachfolgenden Teilen, Marty McFly reist. Es gibt einfach, und das ist ja auch ganz stilistisch rausgearbeitet, gewisse Punkte, die immer gleich sind. Und das ist einerseits das Schöne, es gibt sehr viel Neues immer zu entdecken, und andererseits freut man sich aber natürlich auch immer wieder auf das Bekannte in anderen Epochen. Man sieht die Vorfahren, die gewisse Trademarks haben, die die Nachfahren dann eben auch sozusagen vererbt haben. Man sieht Vorläufer von Technologien, die dann im Jahr in den 80er Jahren gewisse Entwicklung genommen haben, in der Zukunft weitere Entwicklung genommen haben. Zum Beispiel sei das Skateboard erwähnt. Und so sieht man wirklich die Welt durch verschiedene Augen der verschiedenen Epochen. Und das macht es unheimlich spannend. Und es ist eine unfassbar lustige Zeitreise durch die Epochen der Menschheit. Mein Magic Moment ist das erste Mal, wo Marty McFly in der Bar seinen Vater sieht, der vom Schurken Biff, ich sag mal, blöd angemacht wird, und er feststellt, dass sein Vater halt der Mega-Lulli ist. Und ich finde das lustig, weil man hat natürlich, man denkt immer von seinem Vater irgendwie, das ist der Held und so weiter. Und dann sieht man, der war aber nicht immer der Held, der war nicht immer der Vater, der cool ist und wusste, wo es lang geht. Das war komplett das Gegenteil. Und eigentlich muss der Sohn in dem Fall seinem Vater beibringen, sozusagen sich mal aufzurichten und seinen Mann zu stehen, in Anführungsstrichen. Und diese Szene, wo das erste Mal Marty McFly bewusst wird, dieser Lauch ist mein Vater, ach du Scheiße. Das war ein interessantes Erlebnis.